ist es. Weika sagte, wir würden uns treffen. Doch ich kann kaum glauben, dass das legendäre Wolfsmal meine kleine Nebelinsel retten wird. Wer bist du? Wie immer etwas vorschnell, meine Liebe. Eivor, das ist Edgüd, eine alte Freundin und Seherin. Sie bat mich um Rat. Ihr Volk wird von Nachtmaren geplagt, geradezu in den Wahnsinn getrieben. Mir war nicht bewusst, dass die Insel des Nebels bewohnt ist. Es gibt kleine Siedlungen, aber für viele ist es nur ein Ort der Durchreise. Da können schlechte Träume großes Unheil anrichten. Bisher habe ich vor allem versucht herauszufinden, ob das Federnmal in den Träumen meiner Base bedeutet, dass sie einen Bauern oder einen Bäcker ehelichen soll. Ich kann dir nicht folgen. Edgüd benötigt deine Hilfe. Und es ist nicht nur ihr Volk betroffen. Auch ich, mit meiner starken Verbindung zur Geisterwelt, werde zunehmend im Schlaf gestört. Ich fürchte, es könnte bald auch auf unsere Siedlung übergreifen. Ich kann mich mal umsehen, aber ich bin nicht unbedingt erfahren darin, Albträume zu verscheuchen. Da ist noch etwas. Und es wird dir nicht gefallen, Eivor. Ich glaube, Randvi ist irgendwie beteiligt. Vielleicht sogar verantwortlich dafür. Valka, du weißt, ich vertraue deiner Weisheit. Aber Randvi ist eine Freundin. Wie könnte sie die Siedlung so gefährden? Als die Albträume begannen, bat ich die Geister um Klarheit. Und ich erhielt eine Vision. Sie war umwölkt. Und doch konnte ich es sehen. Du wirst Randvi auf einem Schauplatz des Todes auf der Insel des Nebels finden. Ihr werdet kämpfen. Dann werden sich eure Wege für immer trennen. Das kann nicht stimmen. Du entscheidest, ob du es glaubst oder nicht. Die einzige Möglichkeit, die Wahrheit zu erfahren und die Albträume einzudämmen, ist, zur Nebelinsel zu gehen. Ich habe hier meine Pflichten, aber Edgüd kann dich hinbringen, sobald du bereit bist. Also, bist du bereit? Mein Volk hält ohne Schlaf nicht mehr lange durch. Ich finde heraus, was deine Leute plagt. Wer oder was es auch sein mag. Da wären wir. Die Insel des Nebels. Schön, nicht wahr? Hast du eine Idee, wo ich anfangen soll? Sieh dir zuerst Kealtara Glen an. Dort begannen die Albträume. Meine Hütte ist auch dort, solltest du meine Hilfe benötigen.
Ich bin mehr in der Hand. Ich Geht es dir gut? Ich bin hier, um... Ein Adler. Ein Adler wird unser aller Untergang sein. Ich sah ihn im Traum. Von dem würde ich nicht viel erfahren. Diese Albträume scheinen wirklich schrecklich zu sein. Bruder, was kannst du mir über die Nachtmare sagen, die die Leute heimsuchen? Sagen? Dir sagen? Ich brauche dir nichts zu sagen. Sie finden schon noch früh genug den Weg zu dir. Diese Albträume verbreiten sich wie eine Seuche. Schlimmer noch, sie rauben dir den Verstand. Bildhaft, aber nicht hilfreich. Ist alles in Ordnung? Du scheinst... Finde die Kriegerin mit dem Zopf. Sie ist unser Untergang. Sie stiehlt unsere Träume. Eine Kriegerin mit einem Zopf? Nein, Randvi kann es nicht sein. Wo ist sie? Bei einer Kirche im Nordwesten der Stadt. Mehr sah ich nicht in meinen Träumen. Finde sie und bitte... Lass mich schlafen. Kein Schönheitsschlaf vor der Hochzeit. Und dann auch noch Träume, wie mein Verflossener sie stört. Porträtene Blossmesnissin schien.
Seltsam. Valka sagte, ihre Vision wäre umwölkt gewesen. Sah sie Rakvi umgeben von diesem Schleier? Ein Friedhof. Oder in Valkas Worten, ein Schauplatz des Todes. Valka hatte recht. Rakvi! Nein. Cassandra. Und wer bist du? Dein Gegner. Kann diese Rakvi denn gut mit der Axt umgehen? Das kann sie. Viel besser als du. Ha. Mir ist ein Speer lieber. Du bevorzugst also auch andere Waffen. Wo hast du diese Klinge her? Sollten wir uns mal über ein paar Dinge unterhalten. Schön. Wenn es sein muss. Also, Gegner. Hast du einen Namen? Eivor. Ich nehme an, du bist eine der Verborgenen. Nicht wirklich. Aber ich bewundere ihre Arbeit. Wenn du keine klaren Antworten gibst, sollten wir lieber weiterkämpfen. Ich bin keine Verborgene, aber ich habe Freunde unter ihnen. Und oft ähneln sich unsere Ziele. Ich nehme an, das gilt auch für dich. Ja, ich bin mit einigen der Verborgenen befreundet und teile ihre Ziele. Dann haben wir womöglich mehr gemein, als wir dachten. Du hast mir noch nicht gesagt, warum du hier bist und woher du kommst. Ich bin so viel gereist, es ist lange her, dass ich von irgendwoher kam. Aber vor langer Zeit war die griechische Welt meine Heimat. Ich bin hierher gekommen, um nach einem uralten Artefakt zu suchen, das dieser Insel viel Ärger bereitet. Du meinst die Albträume?
Eine Seherin sagte mir, dass eine Person inmitten des Todes auf dieser Insel sie verursacht. Dieselbe, die mich für jemanden namens Randvi hielt? Vielleicht hatte deine Seherin einen schlechten Tag? Willst du mir erzählen, du wärst nicht für all diese Leichen verantwortlich? Ich sah, wie diese Leute sich in ihrem schlaflosen Wahn gegenseitig zerfleischten. Das alles wird von dem Artefakt verursacht, nach dem ich suche. Normalerweise würde ich nicht lange brauchen, um es zu finden, aber dieser Nebel macht es schwierig, nahezu unmöglich. Wenn ein Fluch dich so leicht abhalten kann, wie gedenkst du dann in der Welt der Träume und Geister zurechtzukommen? Ein Fluch? Du kennst die Geheimnisse dieses Landes sehr gut. Ich... Hast du etwas gehört? Nein, nein. Hör zu. Etwas sagt mir, dass wir zusammenarbeiten sollten. Und wie genau kommst du darauf? Es ist doch offensichtlich. Du willst die Albträume aufhalten und ich will das Artefakt, das sie verursacht. Hilf mir, den Nebel zu lichten, damit wir es finden können. Und nach diesem Zusammentreffen soll ich wirklich glauben, dass nicht du die Ursache für die Albträume bist? Ich schwöre dir, ich will sie beenden. Wir können zusammenarbeiten. Vorerst. Natürlich. Hier. Du bist ziemlich stark. Du musst es wissen. Ich hatte bei dem Kampf eben schnell die Oberhand. Und dein Stolz steht deiner Stärke in nichts nach. Wenig überraschend. Interessanter Tempel. Ich bin weit gereist, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Willst du die Baukunst bewundern oder den Nebel auflösen? Ich will mitnehmen, was ich kann. Ich habe nicht vor, lange zu bleiben. Ausgezeichnet. Der Fluch schwindet. Nun wird es viel leichter sein, das Artefakt zu finden. Ich bin froh, dass ich dich mitkommen ließ. Ich habe die ganze Arbeit gemacht. Du stellst meine Geduld wirklich auf die Probe. Die Enge hier macht es auch nicht gerade besser. Suchen wir einen Weg hinaus. Schlafmangel lässt sie verrückt werden. Wie die, die sich für sich gegenseitig verschlungen. Dann sollten wir sie besser gleich ausschalten. Kein möglich, aber ich stimme zu. Ich hätte schwören können, dass dich vorhin im Kampf jemand angesprochen hat. Das Artefakt, das ich suche, lässt seltsame Dinge geschehen. Aber nun, da der Nebel fort ist, sollte ich es leichter finden können. Als könnte eine Fremde in den Hügeln irgendetwas finden. Bist du bereit, mir den Weg zu weisen?
Das habe ich nicht gesagt. Wenn ich dir helfen soll, muss ich mehr wissen. Zum Beispiel, was es mit dem Artefakt, das du suchst, auf sich hat. Je weniger du darüber weißt, desto besser. Besser für dich, meinst du? Du willst doch, dass ich dir vertraue, oder? Das Artefakt ist ein Gegenstand von großer Macht, den alte Götter hier zurückließen. Wenn es hier verbleibt, könnte es großes Unheil anrichten. Dieser Zauber oder Fluch, mit dem dieses Ding alle anderen belegt zu haben scheint, warum trifft er uns nicht auch? Schwer zu erklären, aber derlei Artefakte können bei Menschen Unterschiedliches bewirken. Viele werden von ihnen verdorben. Vielleicht haben wir eine ähnliche Stärke. Doch auch wenn wir keine Albträume haben, sollten wir uns vor seiner Macht hüten. Wenn dieses Artefakt vor wer weiß wie langer Zeit hier zurückgelassen wurde, warum verursacht es dann erst jetzt Probleme? Vielleicht war Loki langweilig? Warum so ernst? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Diese Artefakte können geweckt werden. Vielleicht hat sich jemand daran zu schaffen gemacht. Viele werden von ihrer Macht angelockt. Sie ist verführerisch. Wie genau willst du es eigentlich aufspüren? Überlass das mir. Solche Artefakte zu finden, ist schon seit längerem meine Aufgabe. Ich habe ein Gespür dafür entwickelt. Und ohne diesen Schleier sollte es noch leichter zu finden sein. Verschwenden wir keine Zeit. Wie gehen wir vor? Nun, da der Nebel fort ist, sollte ich es besser aufspüren können. Zuvor werde ich mich noch einmal in dem Tempel umsehen. Vielleicht etwas über dieses fremde Land erfahren. Sehen wir uns in Tochter? Es wird mehr vonnöten sein, um diese Insel richtig kennenzulernen. Aber gut. Wir sehen uns bald wieder.